Hallo ihr Lieben, ich habe mir für euch das Album The Spell angehört von der Schweizerin Ira May. Wenn man in die erste Single-Auskopplung Let You Go reinhört, erinnert man sich irgendwie sehr an Amy Winehouse und denkt sich wirklich so, ist das ein noch zu Lebzeiten unveröffentlichter Song? Nein, ist es definitiv nicht, denn an diese Stimme kommt sie meiner Meinung nach nicht wirklich rein. Wir hören mal kurz in den Song, dann wisst ihr auch, von was ich spreche. So forgive me if I have taken you for granted. I couldn't imagine you'd let me go like that. I'm not heartbroken, but I feel cold, I feel lost. I didn't realize how much it would cost. Wisst ihr, was ich meine? Mir persönlich fehlt da noch so ein bisschen die Tiefe. Die junge Dame klingt ein bisschen wie Amy Winehouse und sieht meiner Meinung nach auch ein bisschen aus wie Adele. Da sehen wir ein Bild. Da. Ja, hat Ähnlichkeit auf jeden Fall. Und auch in ihrem Album hat sie einen Song, der heißt One Day. Klingt auch ziemlich nach Adele. Da hören wir auch mal kurz rein. If I could have you for one day, I'd want you to know. Also ja, dieses ganze Album, das zieht sich so ein bisschen durch, dieses Amy Winehouse Adele-Ding. Für mir persönlich fehlt da so ein bisschen das eigene. Bigger Plan heißt der erste Song in dem Album. 60s Pop, man will das Tanzbein schwingen, man stellt sich Ira May vor, wie sie in einer verrotzten Bar auf der Bühne steht und drumherum die Leute einfach tanzen. Macht auf jeden Fall gute Laune, das zieht sich auch so durch. Dann gibt es allerdings dann so Songs wie Lonely oder auch Little Princess. Da wurde meiner Meinung nach so ein bisschen zu viel in der Popkiste gekramt. Für alle Amy Winehouse, Adele oder auch Duffy-Fans, ich glaube, diese Platte, The Spell von Ira May, passt auf jeden Fall auch in eure Plattenkiste. Ob sie an diesen Erfolg rankommt, mag ich zu bezweifeln. Hört euch's an. Aber wenn ich jetzt entscheiden müsste, skip or play, play.